Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem Teil 2. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Ah, nein! Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Hugo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Meine auch. Auf festem Boden. Okay, umgehe die Sicherheitskontrollen, haben wir schon Blumen. Mal. Die müssen für ihre Zeremonie sein. Soldaten, die 10.000 ich wusste es. In Deckung, schnell. Augen offen halten. Schwere Rüstung. Anno hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Wir müssen da hoch, ne? Das ist das Problem. Komme ich von drinnen? Kann ich mich da weiterschleichen? Ich bin mir nicht sicher. Aber der scheint da stehen zu bleiben. Also müssen wir wahrscheinlich da hinten abhängen. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Schaut er sich auch mal um? Ist der doof? Waren da noch mehr von Anos Leuten? Los, es funktioniert. Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt rum können oder müssen. War nur falscher Alarm. Da drinnen kann man leider nichts. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Es war wieder so klar, dass der sich dann da hinstellt. Geht er erstmal nach vorne. Alter, ist das nervig. Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Ich denke mal, da kommen wir rum, oder? Ich wage es gerade gar nicht zu sprechen, weil ich die ganze Zeit denke, dass ich dann entdeckt werde. Ich weiß auch nicht warum. Geht jetzt in die Richtung. Noch mehr. Wo müssen wir denn hin? Ah, da kommt schon wieder einer. Also wir müssen auf die Seite, denke ich mal. Das heißt, wir müssen zumindest warten, bis der wieder weg ist. Genau. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell.
Oh nein, von da hinten kommt auch eine Wache. Das lässt ihn sowas von unbeeindruckt. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Fangen wir das Licht ein. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Viel zu einfach. Ach, da kann man den direkt verwerten. Ah, verstehe. Nichts. Hey, na, der gut. Graf will keine Soldaten im Heiligtum verstecken. Warte. Nein, was uns nicht gesehen. wir müssen da hinten weiter. Wenn der Idiot natürlich da jetzt rumläuft, kommen wir da nicht rum. Ich hoffe, wir können von hier aus. Ja, von hier aus können wir da anvisieren. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hm? Rauch? Wo kommt der her? Los, es funktioniert. Gut. Falscher Alarm. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Oder müssen wir tatsächlich dann hier über, also hier ablenken quasi? Da hinten kann man nicht, ne? Ich schätze, wir müssen wirklich hier ablenken und dann dahinter warten. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. So, jetzt schnell da Sophia, einmal. Dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Hä? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Klappt immer. Dreh dich jetzt bitte nicht um. Oh, nichts. Okay. Schon wieder. Okay. Also gut, es ist fast soweit. Ich sperre das Tor ab. Das Nein. Tor darf nur von den Auserwählten betreten werden. So viel zu unserem Besuch. Möge die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt doch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. Oh, da oben ist noch einer. Der kommt jetzt auch wieder. Boah, ist das nervig. Vor allen Dingen, dass man dann immer so lange warten muss, bis sie wieder weg sind. Aber kein normaler Traum. Wo kommt der her? Sie fühlt sich echt an. Dann war es richtig, ihn zu fangen. Kein Grund zur Sorge. Okay. Die Frage ist, kommen wir da durch die Tür? Mit hoch.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kriege hier irgendwann meinen Herzinfarkt bei dem Spiel. Es wird hier immer schlimmer. So. Wir sind da, wo wir hin wollten. Die Frage ist, kommen wir jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten? Wir sind gleich da. Ja, wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spür's auch. Und ich vertraue euch beiden. Hier? Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Ich kann hier aber nicht ablenken, ne? Ja, und nu? Ja, habe ich nirgendwo was, wo ich ablenken kann. Der sieht mich auf jeden Fall, wenn ich aus der Deckung rauskomme. Oder soll ich doch unten nochmal weitergehen? Ich bin mir nicht sicher. Dreht sich nicht um. Also es ging ja noch einen anderen Weg weiter rum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den nutzen können, um das quasi zu umgehen. Also hier hoch können wir noch. Und kommen quasi am gleichen aus. Ah, Moment. Hoch. Alles klar. Könnten das hier freibrennen, oder? Hugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Jetzt setz dich wieder hin, verdammt. Das hilft uns aber nicht, um jetzt hier durchzukommen. Tja. Hier geht's runter. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir machen sollen. Ob wir jetzt einfach da rein spazieren sollen? Weil die hat ja gesagt, wir warten noch auf weitere Gäste. Aber wir können ihn... Ich könnte die schon ablenken, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Na, ich kann auch nicht schießen. Also hier sieht der uns jetzt noch nicht, aber das Problem ist halt, der sieht uns, wenn wir näher rangehen. Ja, aber mir bleibt nichts anderes übrig, ehrlich gesagt. Na toll. Freunde und Kinder. Echt jetzt? Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt.
Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Und was mit den Waffen? Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los! Wow. Ich habe irgendwie eine ganz miese Befürchtung. Abisia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung. Der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist er, der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Bitte was? Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Also ich habe schon befürchtet, dass es eine Opferung geben soll, aber... Scheiße. Geht und bringt ihnen das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Amicia, kämpfst du alleine? Das ist so unglücklich. So kalt. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Ich hab da so eine Ahnung. Hier ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut.
Nein, ich habe Angst. Dem Sohn ist... Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. Das Böse gewinnt. Jahrhunderte vergehen. Unser Mann hungert und kriegt und fest. Er träumt von erneutem Feuer. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr, auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens eine Flamme entzünden. Hallo, ich bin's. Sophia. Kommt, ich hab da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Oh, beweg dich bloß nicht. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Okay. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Kinderthron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn? Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit... Und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey,
Komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Ja, kommt, in der Hoffnung, dass da keine kommen. Außergewöhnliche Dinge auf uns. Na komm, lauf doch mal ein bisschen schneller. Was ist das alles? Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle. Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Ja, da habe ich jetzt schon nachgeguckt, aber bisher habe ich nichts gefunden. Ah, da ist noch was. Guck mal, so ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Echt jetzt? In seinem Alter noch auf so ein Ding fahren? Das glaube ich nicht. Der müsste doch jünger gewesen sein. Also doch das Bett. Gehen wir nochmal hin. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Okay, sie hat jetzt hinten schon mal die Tür freigemacht. Das ist gut. Aber hier gucken wir auch nochmal kurz nach. Sieh an. Das sind Leute. Wichtige Leute. Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Die Kiste konnten wir jetzt aber nicht, ne? Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal so weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Ja, das sind wir auch. Schwerter und Speere. Wow, seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja, sehen wir uns weiter um. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Oh, die hätten euch bestimmt gefallen. Ich denke mal, die waren genauso wie die beiden. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix?
ist der Orden so einfach? Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Okay, ich würde sagen, ich denke mal, hier kann man nichts mehr finden. Es wäre schön, wenn die mal einen Schritt schneller gehen würden. Dann könnte man nämlich durch die Tür durch. Ich würde das auch gerne mal abschließen. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ein Atanor. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, sie bereut es nicht, dahin gekommen zu sein. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bordon... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hier war da auch noch irgendwas. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia, wo bist du? Ja, ich hab oben. Hier oben... Wie bist du da hingekommen? Was gesehen. Hinter den Vorhängen. Hinter den Vorhängen? Welchen Vorhängen? Die hier vorne? Ach so, ja, das hatte ich eben schon gesehen. Aber da blinkt ja doch eben noch was. Na los, Ego. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Können wir irgendwas mitnehmen? Na, anscheinend nicht. Ich sage, es ist so nervig, dass man nicht wenigstens laufen kann. Ich meine, hier zumindest mal ein bisschen was abkürzen oder so. Aber nein, wir müssen dann immer so umherschleichen. Das ist, also das Schleichen an sich, das ist ja das Markenzeichen dieses Spiels. Aber das Schleichen, wenn man einfach nur geradeaus vorwärts kommen will, das ist ein bisschen nervig. Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Ups. Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg.
dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Das Wasser, okay. Ich hoffe jetzt nur, hier sind keine Bogenschützen oder sowas. Vorsicht, nicht fallen! Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Oh. Mag sein. Da müssen wir runter. Okay, da wollten wir rein, ne? Das fällt ja auch gar nicht auf, wenn man das so laut hört. Oh, das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig, aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon, bitte. Der Baum roch so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser. Fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Red weiter. Ich befürchte, dass Amicia sonst das Essen hochkommt. Wir sind da. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew, erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen... Fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir.